So, damit herzlich willkommen zurück zu Seeds of Resilience. Wir sind auch auf unserer Insel mit unseren Schiffsbrüchigen. Mittlerweile haben wir tatsächlich schon das ein oder andere Gebäude gesetzt. Wir sind im Moment noch so ein bisschen dabei und versuchen sowohl Platz für neue Gebäude zu schaffen, als auch, dass wir die benötigten Materialien zusammenbekommen. Denn das große Endziel ist, wie wir schon sehen, ein Schiff zu bauen und damit die Insel zu verlassen. Haben wir bis jetzt eigentlich schon mal ganz gut hinbekommen. Jetzt hat man noch nicht so die großen Probleme. Aber es kann sich halt jederzeit ändern. So. Auch mal halt demnächst einfach mal schon wieder neue Angeln. So. Wisst ihr, was an Arbeitskraft haben wir noch über? Jetzt mal rein theoretisch tatsächlich schon mal gucken, wie es gebäudetechnisch aussieht. Ah ja, wir brauchen wieder massiv viel Granitsteine. Ich glaube, da haben wir gar nicht. Nee, da haben wir gar nichts abgebaut. Yeah. So, das heißt. Wir brauchen rein theoretisch an Holz brauchen wir, glaube ich, gar nichts mehr. Nee. Kastanienbalken. Aber wir werden ruhig trotzdem mal ein paar herstellen. Denn, wie wir sehen, wir haben mehr als genügend von dem Material, was wir da zur Verfügung haben. Wollen wir mal wieder ein bisschen Lehm abbauen. So, gleich ist hier nochmal. Komischerweise haben wir gerade wieder einmal Lebensmittel verloren. Das ist ein bisschen kurios. Etwas kurios. So, das Gute ist, wir haben halt auch noch jede Menge übrig, ne? Dementsprechend. Können wir rein theoretisch noch eine zweite Spitzhacke mittlerweile bauen. Ja. Haben wir für unsere zweite Bergbaukraft gleich auch nochmal eine gute Hacke über. Haben wir hier noch irgendwo Frösche? Ich höre zwar nichts mehr quaken, aber das muss ja nichts zu sagen haben. Burschens verstecken sich nämlich manchmal auch ganz gerne. So, okay. Mal rein theoretisch auch noch ein bisschen Platz. Könnten wir rein theoretisch das zweite Stück Lehm hier noch abbauen. Problem ist natürlich, ihr seht es halt schon, ne? Unsere Insel wird aber kleiner, je mehr wir abbauen. Dementsprechend werden wir da demnächst mal wieder gegensteuern müssen. So. Alles klar, werden wir erstmal jede Menge Granit wieder abbauen. Granitblock. Ah, okay, das ist schon abgebaut. Jetzt verstehe ich das. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann können wir ihm hier nämlich erstmal sagen, er soll erstmal wieder Steine davon herstellen. So. Aber wie viel brauchten wir nochmal? 15, okay. Können wir zur Not direkt auch ein paar mehr herstellen.
So. Gut, damit dürft man eigentlich bis auf den Amboss alles haben. So, mal gucken. Ich glaube. Ich glaube, ein Amboss hatten wir hier auch schon irgendwo. Ah ja, hier nämlich. Tja, ich frage mich halt massiv, wo wir Holzkohle herkriegen. Ich frage mich halt echt, wo wir Holzkohle herkriegen. Ich habe jetzt noch nichts gesehen aktuell, wo man sagen würde, dass wir hier entsprechend irgendwie Gebäude haben schon. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Fische. Tja. Fischerei. Das ist mir noch nicht so ganz plausibel, wo wir Holzkohle herkriegen. Ist halt alles nur Metallsachen. Wie gesagt, wir werden erstmal gucken, dass wir vielleicht noch ein anderes Gebäude brauchen. Ist das jetzt hier? Küche. Küche könnte man rein theoretisch auch schon bauen. Was sagt denn überhaupt unser Wohnstatus? Viel zu komisches Gebäude noch. Wahrscheinlich die Schmiede, wenn ich das richtig sehe. Lagerhäuser. Ah, ein Köhler. Jetzt verstehe ich das. Mager Boden oder nährreicher Boden. Gut, dann müssen wir gleich was zu tun haben. Nährreicher Boden oder mager Boden? So, wunderbar. Schnappen wir uns hier unsere Baumeisterin. Dann sagen wir, wir möchten ganz gerne hier so einen Meiler haben. Und den vielleicht irgendwie hier irgendwo in der Nähe setzen? Schön. Na, wunderbar. So stelle ich mir das vor. So, Lebensmittel brauchen wir natürlich auch noch. Dann halt wie gesagt wieder mal die kleinen Küsten abfischen hier. Sollte man wie gesagt immer als erstes machen, denn wenn der Winter kommt und wir sind bald wieder da, hat man das Problem, dass man die kleinen Fische nicht mehr angeln kann. Hier ist noch ein Frosch. Jede Menge Frösche noch. Habe ich das? Tja, wie es aussieht, war es das aber mit kleinen Fischen. Nochmal einer. Und hier ist noch einer. Okay. So. Dann haben wir noch 2 Stunden über zum Abbauen. Würde ich fast sagen, schnappen wir uns direkt die Frösche hier nochmal. So. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wo kriegen wir jetzt die Holzkohle her? Das wäre halt jetzt ganz gut zu wissen. Benutzt Lehm. Kastanienzweig und Lehm.
Haben wir keine Kastanienzweige? Ist es das? Wäre natürlich jetzt massiv unpraktisch. Eigentlich sollten wir doch genügend Kastanienzweige haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keine Kastanienzweige haben. Ernsthaft. Eichenzweig? Ja, aber nämlich genügend. Tja, was mache ich jetzt hiermit? Das ist jetzt die große Frage. Wo kriege ich jetzt Kohle her? Dreimal. Nicht genügend Stahlbarren. Ah, jetzt verstehe ich. Was brauchen wir dafür? Magneteisenerz. Magneteisenerz brauchen wir dafür. Das kann ja noch was werden. So, wir haben noch 9 Stunden Arbeitszeit über. Was macht man da vor lauter Schreck mit der jungen Dame hier? Haben wir denn noch genügend Material für eine weitere Spitzhacke? Ja? Wir werden erstmal eine Axt herstellen. Kastanienstab. Ah, wir brauchen wieder einen Stab. Okay. Holz. So. Dann sagen wir. Warum auch immer das jetzt nicht mehr geht. Ah, aber 5 Stunden dauert. Ach, verdammt. Weil es einfach mal 5 Stunden dauert. So, haben wir noch irgendwas an Material? Wir könnten sagen, ich soll auch nochmal arbeiten gehen. So, Magnetiterz, dann bauen wir doch das mal. Beziehungsweise. Wir sollten hier mal freiräumen, damit wir hier eventuell mal demnächst mal wieder was hinbauen können. Das wäre, denke ich mal, nicht so schlecht. Brombeeren sind reif. Die Brombeeren sind reif. Naja. So, ich schätze mal, wir sollten noch mal ein bisschen was an Material herstellen. In die nächste Runde. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier werden wir erstmal noch ein bisschen was abbauen, was hier noch so rumliegt. Zum Beispiel. Auch wenn es Granit ist, was wir eigentlich nicht unbedingt gebrauchen, aber ich möchte jetzt nach und nach eigentlich ganz gerne alles freikriegen, was jetzt hier noch so rumliegt.
Magnetiterz braucht man. So, wenn wir erstmal die alten Spitzhacken ein bisschen verbrauchen, würde ich was sagen. Wo wir dann anfangen, die großen abzubauen. So, hier haben wir schon mal freigeräumt. Das sieht schon mal gut aus. Kasseriterz. Magnetit. So. Das sieht schon mal gut aus. Und dann Frendo hier, werden wir mal beauftragen. Bisschen was an Größe hier aufzusammeln. Hier drunter ist jede Menge Lehm. Das ist natürlich nicht so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, haben wir denn schon genügend zusammen, um mal ein bisschen Metall zu gießen? Nee, natürlich nicht. 3 Stunden dauert das. Oh, das Gute ist, wir haben halt hier noch jede Menge dazu. Tja, Problem ist, können wir anscheinend wieder erst nächste Runde machen. Dass wir hier noch ein bisschen Lehm rausholen. Drunter ist nämlich noch mal mit Steinboden, wenn wir das richtig sehen. Dementsprechend brauchen wir das da natürlich nicht. So, hier werden wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen Holz herstellen. So, mit ihr genauso. So. Müssen halt unbedingt gucken, dass wir den Amboss fertig kriegen, damit wir das neue Gebäude bauen können, die Schmiede. Das wäre halt mal rudimentär wichtig. Oder so ein bisschen. Tja. Da keinerlei neue Kisten mehr kriegen. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Den Meiler muss man immer wieder bauen. Ah, das erklärt natürlich einiges. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe mich gewundert, dass ich das nicht fertig gekriegt habe. Gut, das erklärt es dann natürlich. Oh. Mal Magnetit essen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir keine Dings mehr haben. Könnte mal rein theoretisch sagen, gut, dann soll sie sich nützlich machen. Problem ist halt, wie gesagt, wir haben keinerlei Fische mehr. Ne? Jetzt bloß noch die großen, die jetzt hier rumschwimmen. So, wir werden aber mal jede Menge Kastanien einsammeln, denn übersehen, hier liegt jede Menge Zeug rum.
können wir halt, wie gesagt, entsprechend einlagern. So, denn wie gesagt, die Kastanien und so weiter können wir kochen. Ach ne, das sind schon welche. Aber welche? Müssen wir jetzt natürlich zusehen, dass wir irgendjemanden dafür jetzt abstellen, ne? Oh, sie kann das machen. So, werden wir natürlich erstmal 2 Stunden. Ja, schön. Sehr schön, sehr schön. Das noch einsammeln. So, er kümmert sich wieder um Holz. Erstmal, ah, hier liegt mich noch alles voll, wollte ich mich gerade sagen. So, jetzt können wir rein theoretisch auch schon Stahlplatten herstellen. Stahlbarren. 3 Stück. Ah. Sehr cool. Nice. Nice, nice. Aber. So, wir werden die Zeit mal nutzen und einsammeln, was wir noch einsammeln können. Im ganzen Zeug, was hier noch so rumliegt. Lange wie wir es können, dann sollten wir das tatsächlich auch machen. So, dann brauchen wir anscheinend noch mehr Magnetit. Haben halt das Problem langsam, dass wir kaum noch Magnetit. Ja, oder auch nicht. Es zieht sich tatsächlich zwar so ein bisschen, aber wir dürften jetzt, denke ich, das Gebäude auch bauen können. Ah ja, jetzt haben wir nämlich alles zusammen. Was ist denn das hier? Metallwerkstatt. Ah ja, gut, die haben wir schon. So, dann ist die Schmiede jetzt tatsächlich das nächste Gebäude. Dürften wir auch alles haben, wie ich das so sehe. So. Auch jetzt natürlich extrem viel Arbeitskraft, ne? Jetzt gerade so ein bisschen das Nachteilige daran. Praktisch. Einen Fisch bräuchte man halt noch, ne? Einen einzigen kleinen Fisch, den wir irgendwo wahrscheinlich übersehen haben. Ist das hier nicht noch irgendwo ein Einzelner rum?
Ah. Hehehe. Seid ihr nämlich angeln auch auf Maximum. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, dann werden wir mit ihr aber tatsächlich noch mal kochen. So, werden wir noch mal Kastanien kochen. Ja, haben wir nämlich siebenmal Nahrung. So wie es auch sein sollte. Gibt nämlich schon wieder alles voll mit. Effektiver. Herstellen können. Sollten wir die Möglichkeit nutzen und alles direkt einsammeln. Haben wir nämlich das große Glück, dass wir jede Menge Nahrungsvorräte haben. Haben wir nämlich jede Menge erstmal, was war. Ekelhafter Frosch. Wusste es doch, dass ich noch so viel gehört habe. Sagt mit allen mal alles einsammeln, was wir hier noch. Nüssen und anderem Zeug haben, was hier rumliegt. Denn die können wir tatsächlich über eine Weile lagern. Ist halt einfach mal massiv gut, denn haben wir erstmal eine ganze Menge für den Winter vor allen Dingen. Ne? Haben wir gerade so ein bisschen das Problem, dass wir über den Winter momentan nicht mehr so viel an Ressourcen kriegen. Dementsprechend kommt das gerade ganz gut. Halt auch kaum noch Ressourcenvorräte. Ist halt massiv schon alles ab. Mal gucken, ob wir hier noch Glück haben und hier noch irgendwo. Mietfilm. Ah, ja, klar. Ja, gut, dann können wir auch eigentlich alles hier abbauen, was wir noch so haben. Hier nämlich schon mal alles leer. Dann können wir hier nämlich zur Not Kahlschlag machen und sagen: wir bauen hier erstmal genügend oder haben genügend Wohnraum, um hier nochmal die nächsten Wohngebäude zu setzen. So, Lebensmittel haben wir genügend gehabt. Das ist schon mal sehr gut. So, wir bräuchten natürlich noch ein paar Spitzhacken, sehe ich gerade. So, die nehme ich schon mal auf Vorrat. So. Stopfen wir erstmal alles in Arbeitskraft rein, was wir noch so haben. So, hier werden wir erstmal Lebensmittel herstellen. Das werden wir hier auch noch reinstecken. So, wunderbar. Dann haben wir nämlich die Schmiede auch fertig. So, Freunde, wir nähern uns der halben Stunde. Dementsprechend würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge. Wir werden uns dementsprechend mal orientieren müssen. Wir haben dementsprechend jetzt nicht mehr so viele Gebäude, die wir noch bauen müssen. Dementsprechend schauen wir nächste Folge mal, wie lange wir noch brauchen, ungefähr, bis wir hier durch sind. Und ja, nächste Folge geht's ans nächste Gebäude. Und da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, dann gerne ein Däumchen da lassen.
Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr regelmäßigen coolen Content auf diesem Kanal weiter mitbekommen möchtet. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und bis dann.